Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, heute geben wir uns einen neuen Track von Gio. Viele von euch haben mir gesagt, ich soll mir den ansehen und es ist eine Art Diss-Track, aber nicht stumpf, sondern mit einer guten Message dahinter. So habt ihr mir das irgendwie auf Instagram versucht zu erklären. Ich habe ja schon mitbekommen, dass er irgendwie eine Art Diss-Track, ich glaube, wer war drauf? Mero und Carpi, glaube ich, oder UFO? Irgendwie die drei waren da, glaube ich, zu sehen. Da habe ich schon gewusst, okay, es kommt irgendwas. Ich bin sehr gespannt. Wir geben uns das Ding jetzt zusammen, ja. Und wir hatten ja von Genetik auch etwas sehr, sehr, was heißt, Diss-Track-artiges kann man nicht sagen. Aber auch was sehr, sehr Schönes mit einer Message hier gehabt. Nichts fürs Radio. Schaut euch dann mein Video gerne zu an. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir jetzt rein bei Gio. Ganz wichtig, Leute, bevor ihr bei mir schaut, schaut auf jeden Fall bei Gio vorbei. Lasst da nochmal einen Aufruf da. Und lasst auf seinem Channel nochmal ein Abo da und pusht das Ding nochmal nach oben. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt hier rein bei Gio, RIP, Rest in Peace. Let's see, Alter. Ich bin wirklich gespannt. Oh, Mercedes-Benz Arena, da war ich letztens. Weil ich will ganz kurz nur schauen, von wem der Beat ist. Psycho Mantis Beats, okay. Kamera von Hauge Films, sagt mir jetzt, glaube ich, nichts. Okay. So weit, aber so gut, muss ich sagen. Schöne Aufnahmen da. Was ist so mit Rap passiert? Als könnte irgendeine Melodie da draußen euren inhaltslosen Dreck kaschieren. Kaum noch jemand, der was Brauchbares macht. Alles nach Schema F auf dem Aufgabenblatt. Boah, auch schöner Pullover hier. Das ist das erste, was mir auffällt, natürlich von Hushotia, Leute. Hushotia, sehr, sehr geile Marke, Mann. Kann ich Real Talk empfehlen, Mann. Ist die Marke vom Hengst. Die machen geile Sachen, okay. Wir noch mal rein. Die Anfangszeile war auf jeden Fall schon mal sehr stark, muss ich sagen. Was passiert, als könnte irgendeine Melodie da draußen euren inhaltslosen Dreck kaschieren. Kaum noch jemand, der was Brauchbares macht. Alles nach Schema F auf dem Aufgabenblatt. Ihre Aufnahmen fitzen vor dem Traumwagen. Statt in den Rauchschwaden brüllt die Gang laut stark im Takt. Tausend Videoeffekte bis da auf Apfelplatz. Keine Aussage, Hauptsache die Auflage passt. Also raus in der Nacht. Oh, okay, doch, okay, das ist schon stark, Mann. Okay. Platz, keine Aussage, Hauptsache die Auflage passt, also raus in der Nacht. Den Kids imponieren, Autotune raufgeklatscht und die Klicks explodieren. Sie fliegen über den Wolken, als würde dies was bedeuten. Doch merkt euch auf, die Bild-Zeitung ist beliebt bei den Leuten. Real Talk. Boah. Ja, hat schon Like verdient, man hat schon Like verdient. Boah, es freut mich wirklich. Gio hat immer so geile Texte und findet immer wirklich irgendwie die richtigen Worte, Mann. Merkt euch auch, die Bild-Zeitung ist beliebt bei den Leuten, denn trotzdem vielen Verkäufen seid ihr nur fake und nicht mehr. Selbst die etablierten Rapper rennen dem Trend hinterher. Die Worte, der Flow, selbst das Soundbild ist gleich. Immer auf der Suche nach ein wenig Aufmerksamkeit. Die Texte ohne technische Stärken, Markenprodukte. Shirin, Bruder, Shirin direkt mit reingepackt hier. Ja, wirklich stark bis jetzt, Mann, wirklich stark. Da waren halt auch viele Leute, wie er auch gemeint hat, selbst die etablierten Größen beugen sich so ein bisschen und passen sich an. Was schade ist, ich glaube, viele haben das Gefühl, beziehungsweise ich glaube auch, viele müssen sich irgendwie anpassen, um halt eben noch genug Geld verdienen zu können irgendwie, um noch relevant zu sein, was echt schade ist. Oder zumindest haben viele das Gefühl, sich anpassen zu müssen, dem Hype hinterhergehen zu müssen, um noch relevant bleiben zu können, ja. Was einfach schade ist, man, was traurig ist. Und wir sehen ja aber auch gerade bei Leuten jetzt wie Genetik oder bei einem Apache, der auch mal alles andere macht, klar, der hat auch nicht keine krasse Technik, da geht es auch nicht um die heftigen Texte, aber gerade auch bei ihm merkt man, okay, man hat auch Bock auf was anderes, man möchte auch mal was Frisches haben und nicht immer diesen Einheitsbrei einfach. Markenprodukte, Dreck in den Fersen, Gucci, Prada, Bräute und Koks, ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot, was ist so mit... Okay. Die Zeile ist stark, Alter. Ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Das ist schon heavy. Ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Was ist so mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist so mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist so mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist so mit Rap passiert? Das hat Rap nicht verdient. Amen, Bruder, rest in peace in den Video. Stark, Alter, auch safe kein Zufall, dass er jetzt bei der Mercedes-Benz Arena gedreht hat. Also klar, es bietet sich an, weil sie einfach fucking geil aussieht, aber eben auch, weil Carpi 1.0 einfach sehr in den Köpfen drin ist davon. Dazu muss ich auch sagen, man darf natürlich nicht, Gio möchte auch ja nicht, dass jetzt alles von diesem, was er gerade erwähnt hat, weg ist. Ich glaube, wir alle hören gerne mal einen Kapital-Song, wir alle hören gerne mal Luciano
oder 187 und Raf Camora. Hören wir alle sehr gerne mal, ja. Raf zum Beispiel hat ja auch noch sinnvolle Texte, aber jetzt zum Beispiel Palmas Plastik oder so, hören wir alle mal sehr gerne. Aber das Problem ist halt, wenn es nur noch das gibt, wenn es jetzt auch nur noch Tracks geben würde, wie die von Gio hier, würden wir uns auch beschweren, logischerweise. Wir wollen einfach ein breites Angebot von allen ein bisschen haben, aber aktuell haben wir einfach von diesem Einheits-Autotune-Brei, Dancehall, whatever-mäßigen, Trap, Map, Fab, haben wir viel zu viel, was sich einfach gleich anhört. Ein bisschen ist in Ordnung von jedem. Aber wenn es zu viel wird, dann wird es zu viel, Freunde. Merkt euch diese Weisheit. Das hat Rap nicht verdient. Amen, Bruder, rest in peace. In den Videos, da laden sie die Uzi-Waffen. Doch echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. Echte Gangster haben kein Twitter. Echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. In den Videos, da laden sie die Uzi-Waffen. Doch echte Gangster tragen keine Gucci-Taschen. Echte Gangster tanzen nicht wie Hampelmänner. So bekommt man sicher keine Knarren von dem Waffenhändler. Mit allen Kräften soll der Kassenflop vermieden werden. Deshalb kommen sie auch nur mit massenkompatiblen Versen, ledig. Oh, Bruder, was für Reime. Was für Reime, ey. Ich hab jetzt gerade erst nur drauf geachtet. Sorry, Mann, da waren bestimmt am Anfang noch wirklich starke Reime drin. Alter, was für gute Reime, Gio, Bruder. Mit allen Kräften soll der Kassenflop vermieden werden. Deshalb kommen sie auch nur mit massenkompatiblen Versen, ledig. Kassenflop vermieden werden, massenkompatiblen Versen. Bruder, das kriege ich ja im Leben nicht mal ausgesprochen und Gio kickt das ja einfach. Holy shit, okay, stark. Starke Message, starke Reime, guter Text. Gio, Alter. Wie auch du mit massenkompatiblen Versen, ledig hier, lala, da, ledig hier, tralala, da noch ein paar Backen, die rumwackeln vor der Kamera. Ich würde sie doch alle spielen, gleich zerfleischen, Mero, Ero, Fero, Lero oder wie sie alle heißen bei den... Das Problem ist, die ersten drei waren richtig, oder nicht? Mero, Fero, Eno, die ersten drei waren richtig. Und dann Lero, safe gibt es auch ein Lero irgendwo. Ey, ist euch auch mal aufgefallen, es gibt drei Meros übrigens, ja. Es gibt Mero von Alles oder Nichts. Dann gibt es Mero, der sogar recht passable Musik macht, finde ich. Ja, auch ein Rapper, ein bisschen, nicht underground, aber ein bisschen unbekannter. Und dann gibt es ja noch Zero El Mero. Dann gibt es noch Fero und Eno. Ich würde sie doch alle spielen, gleich zerfleischen, Mero, Ero, Fero, Lero oder wie sie alle heißen. Bei den Hausmaus-Parts bekomme ich Hautausschlag, nur noch Standardlines, alle gleich und austauschbar. Ey, wirklich gute Reime, wirklich Gio, Props, ey, wirklich Props, Bruder. Nicht nur von der Message her, sondern auch wirklich das, was er kritisiert, bei anderen direkt umgesetzt bei sich und gezeigt, hey, man kann auch wirklich eine gute Message haben, was sich gut anhört, plus auch noch vom Textbau was Sinnvolles da hinzaubern irgendwie. Stark. Wir sind wack, egal wie viele Platten sie vertreiben, es war immer leicht mit Singerei die Massen zu erreichen. Der Deal labert doch nur Schrott, klar, die Parts bleiben im Kopf, nur was unterscheidet euch dann noch von Schlager oder Pop? Die Texte ohne True. Technische True. Stärken, Markenprodukte, Dreck in den Fersen, Gucci, Prada, Bräute und Koks. Ja, Berlin lebt, aber Deutschrap ist tot. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap passiert? Ich hab schon wieder Gänsehaut, Leute. Gänsehaut Flo wieder da. Bruder, was ist nur mit Rap passiert? Nur noch dämliche Phrasen, so viele Alben, doch so wenig zu sagen. Was ist nur mit Rap passiert? Nur noch Drecksmelodien, die den schlechten Text überspielen. Was ist nur mit Rap passiert? Guck, sie reden von Marken und profilieren sich mit dem, was sie tragen. Was ist nur mit Rap passiert? Das hat Rap nicht verdient. Amen, Bruder, rest in peace. Ey, Leute, geht da nochmal alle rauf, macht nochmal die Quelle, bitte. Ich möchte, dass das Ding in die Trends kommt, wenn es möglich ist. Macht's mal wirklich jetzt. Ich sag's sehr oft, macht's mal wirklich, geht da wirklich nochmal rauf. Jeder Klick und lasst es nochmal durchlaufen, weil bei YouTube geht's auf die Watchtime. Je länger Videos geguckt werden und je öfter sie ganz von 0 bis 100 geguckt werden, desto eher kommen sie in die Trends, bla bla bla. Geht rauf, schreibt Kommentare und so, dass das Ding wirklich in die Trends kommt. Das wäre mal lustig zu sehen, jetzt gerade mit den ganzen anderen Stuff, der von Donnerstag auf Freitag rausgekommen ist. Das, was Gio halt komplett kritisiert, wenn das dazwischen in den Trends wäre, wäre lustig. Ey, Freunde, wir kommen erstmal zu einem großen Mini-Fazit, ja. Okay, sehr, sehr stark. Ich dachte erst, Diss-Track ist ein bisschen untertrieben, aber war es anscheinend nicht. Es war wirklich ein Diss-Track, eine Ansage irgendwie, ein Augenöffnen, keine Ahnung, wie man es beschreiben will, aber war auf jeden Fall sehr, sehr stark und wie gesagt auch starke Reime drin. Sehr starke Reime drin, also textlich sehr gut und von der Aussage halt auch sehr, sehr stark. Also ich glaube nicht, dass Gio jetzt alles hier verteufeln möchte und alles über einen Kamm scheren möchte. Es geht halt allgemein über die Masse an Stuff, der sich gleich anhört und halt
Das ist auch true mit guten Melodien und halt mehr in die Richtung Musik, Pop, kann man viel einfacher Gold, Platin gehen. Obvious. Obvious einfach. Ja, weil das, was Chiyo hier gerade gekickt hat, wird sich kein 12-jähriges Wendy Girl anhören. Ein 12-jähriges Wendy Girl wird sich aber liebend gern den neuen Shirin David Song und den Capital Bra Track anhören. Deswegen, man muss immer so und so sehen. Ich denke, wir alle, habe ich ja eben schon gesagt, wir alle mögen auch Tracks von Raff und wir alle mögen auch Tracks von Capi und alle mögen Tracks von keine Ahnung. Wir beschweren uns auch nicht, wenn wir irgendwo in einem Club sind und da dann halt 187 läuft. So, man fühlt das ja auch, man feiert das ja auch, aber wie gesagt, wenn es nur noch das gibt, dann wird es kritisch. Und wenn jeder diesen Film fährt, dann wird es kritisch. Und das ist halt gerade der Fall. Deswegen, guter Song zur richtigen Zeit. Und wie immer werden den Song leider viel zu wenige Leute hören. Das ist halt das Problem. Deswegen, ich kann nur sagen, streamt das Ding bitte, packt es in eure Playlisten. Das ist wichtig auch für so eine scheiße Release-Radar und so eine Kacke. Streamt das Ding auf jeden Fall ein bisschen. Und pusht jetzt nochmal die nächsten ein, zwei Tage, dass es vielleicht in die Trends kommen könnte auf YouTube, ja? Lasst mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Und ich bin einfach, ja, was soll ich sagen, Alter? Jiwoo hat auseinandergenommen. Er hat so. Deutschrap, boom, fertig. Die Leute können sich vergraben gehen, gefühlt, ja. Naja, gut, Freunde, ich bin gespannt, was aus diesem Diss-Track noch wird. Schreibt mir euer Feedback da gerne rein. Ansonsten checkt das originale Video ab. Bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und.